Diese Zäune, die sind auch nur pro forma. So. Das sieht ja aus. Nein. Gib mir den Block wieder, danke. Zack. So, jetzt setzen wir uns noch überall hin und dann haben wir es. Na komm raus hier. So. Sag nicht, dass ich davon nicht genug habe, das wäre so ärgerlich. Wenn ich halt jetzt wüsste, wie das Ding noch heißt und ob es das hier gibt. Marvin? Was dann? Du erinnerst dich doch an Hexit. Ja. Da gab es doch diese schönen Ständer für die Waffen. Oh, gibt's die hier? Mir fehlt eine. Nein. Weißt du, wie die heißen? Die müssten einfach Armor Stand heißen, aber nein, die gibt's hier nicht. Also ein Armor Stand gibt's. Ja, ja, deshalb dachte ich mir, gibt's vielleicht den anderen auch, ne? Moment, für Waffen meintest du jetzt? Ja. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding heißt. Warum meinst du, das Ding, wo du immer nur eine Waffe reinstecken kannst? Ja, diesen Schlitz, ja. Nee, den gibt's nicht. Okay. Das hat mit diesem Sternenmod da zu tun. Wenn du den ja da reinsteckst und darunter so einen speziellen Block, lädt sich das Ding langsam wieder auf. Repariert sich langsam. Okay, dann gibt es den hier nicht. Also ich habe jetzt mal hier die ganzen Werkzeuge, auch wenn da Mistwerkzeuge dabei sind und hier hinten bei den Betten sind Armor Stands. Da habe ich jetzt mal meine komplette Rüstung aufgehängt. Hat jemand den Harvester rausgenommen? Das wäre noch einer im ME. Ich habe ihn nicht rausgenommen. Ich auch nicht. Oder ist das das Rezept? Das ist das Rezept. Ah, okay. Dann ist das Rezept. Habe mich verlesen. Okay. So. Ich muss mal schnell craften. Kann jemand mit ins Bett kommen? Wir haben ja gar nichts mehr, ne? Ins Bett, kommt jetzt. Wir brauchen auch nichts, Blaze. Nö. So, jetzt. Wo ist es denn hier? So, ich muss mal ganz kurz auf die Toilette. Gucken wir mal, haben wir noch Pyrosium? Nein, haben wir nicht. Und leider auch kein Blaze Powder mehr. Okay. So, das Rubberwood muss wo rein, damit ich da rohes Plastik rauskriege? Yeah. Irgendwo war das doch. Muss es in den Pulverisierer rein? Nee, ne? Nee. Verdammt, wo muss ich das nochmal reinpacken? Helft mir doch mal. Was denn? Das Raw Rubber in das Hood, das Wood, Rubberwood. Wo kann ich das reinpacken, damit ich da Plastik rauskriege? Weiß ich nicht. Ich nehme immer nur das normale Rubber und lasse da draus hier diese Rubber Bars machen. Ja, was brauchst du denn? Rohes Plastik. Ah, da muss ich doch einfach nur. Raw Plastik? Ja. Hau doch einfach nochmal die Rubber Bars in den Ofen. Genau. Das war's. So, wieder da. Wo war's weg? Ist das direkt nach dem E-System angeschlossen? Ich glaub schon. Was ist da mit dem E? Nix, passt schon. Das sieht interessant aus, wie das Ding hier craftet. Ist cool. Man kann dem Ding beim Craften zugucken. So, jetzt müssten die Harvester eigentlich fertig sein. Wo kann ich hier rausnehmen? Aus dem Ding, ne? Ah, perfekt. Perfekt. So, ich lasse dabei das mal durchlaufen und guck mal, was die Query macht.
Läuft noch, aber die hat schon wieder fast keine Lava mehr. Haben wir schon das Craftsman-Rezept eigentlich drin für Planter? Ja. Ja? Cool. Wir brauchen zwei im E-Terminal, da kann man eins mal auf Sword Sachen und auf Crafting stehen lassen oder sowas. Was brauchen wir? Ach, ist egal. Planter davon. Ich hab's gerade nicht gehört. Ist egal. Wir brauchen einfach nur drei Crafting Terminals, das ist alles kein Problem. Ja, stimmt wohl. Für jeden eins. Nee, für jeden zwei. Einmal, dass das auf diese Crafting Sachen stehen lassen kannst, einmal auf die normalen Items. Verstehe ich jetzt zwar nicht warum, aber. Da muss man nicht umschalten. Weil er zu voll zum Umstellen ist. Der Marvin hat's gecheckt. Oh, ich klicke einfach auf die Items hier über das Fragezeichen Shift, ne? Ja, aber es ist doch Autocrafting schon zum Teil drin, ne? Zum Beispiel für den Planter und Harvester. Ja. Das meint er ja. Trotzdem, ne? Geht halt schneller. Jetzt haben wir 13 Planter, warum waren denn schon welche da drin? Das wusste ich ja nicht. Naja, haben wir ein paar mehr. Wir brauchen so eh noch ein paar davon. So, die Planter müssen unter der Wasserfläche, ne? Ja. Brother, der Rohstoffverschwender. Rohstoffverschwender, hallo? Ich mache hier Felder für uns und automatisiere die gerade. Wenn Internet sich dann langsam einkriegen würde, könnte ich vielleicht auch weitermachen. Oh, passt. Oh. Ah, Mann. Ach du Schande. Warum geht denn das nicht wie früher? Ist ja voll kompliziert geworden. Was denn? Warum kann ich das nicht einfach mit Pulverized Coal machen? Was denn? Ich brauche hier Carbon Plate. Dafür brauche ich Raw Carbon Mesh. Ja, Carbon Mesh aus Kohle. Ja, schon, aber da brauche ich zwei Pulverized Coal und einen Coal Dust. Und der Coal Dust wird aus Coal Grains, beziehungsweise, warte mal. Melting, das Hydrated ist alles, Coal. Das ist alles dasselbe, Blaze. Du brauchst einfach nur drei Kohle Dust. Ich habe hier Pulverized Coal, ja? Verraten er tut nicht. Die ganze Zeit durchswitchen. Ja, schon, aber wenn ich hier die Pulverized Coal so anordne, bekomme ich nicht das raus, was ich will. Du willst Carbon Mesh, oder nicht? Ja. Dann brauchst du zwei Carbon Fiber. Die kriegst du dabei raus. Ja? Leadstone. Willst du mich jetzt verarschen? Hier, nimm mal. Und dann probier das mal zu craften. Geht nicht. Ich krieg die Stäbe nicht raus. Wenn ich die so anordne. Braucht er einen Coal Dust dafür. Das war früher, war es anders. Coal Dust, wie kann ich den denn noch machen? Hydrated Coal Dust? Merkwürdigerweise brauchst du es 2 zu 1. Okay, ich kann, aber Macerator haben wir nicht, aber das, warte mal, was ist denn, wenn ich einen Block of Coal? Da stimmt was mit dem Rezept nicht. Weil, er tut mir auch genau diese drei Stücke reinmachen, wenn ich übers Fragezeichen das reinlegen lasse. Boah, ich sterbe ja, hier an Übelkeit. Übelkeit? Ich lande mal in der schwarzen Suppe. So, und was passiert, wenn ich das hier rein? Okay, das geht wieder nicht. Ich weiß nicht, was haben wir eigentlich für eine schwarze Suppe? Ist das Öl oder was? Scheinlich. Das Problem ist, das geht alles mit dem Pulverizer, ne? Weil ein Coal Dust bekomme ich, könnte ich jetzt auch noch über einen Block of Coal machen, ne?
Was hast du denn da jetzt eigentlich? Pyrite, ne? Ganz normale Kohle. Mit einem Maserator könnten wir es machen. Ich mach das einfach ganz anders. Warte mal. Schmeiß mal nochmal das Kohlezeug her. Ah, du tust es halt kurz mal hydrieren. Ja, genau, das wollte ich gerade. Ja, geht mit dem Wassereimer. Das ist merkwürdig. Ja, einfach ne? Rum, das müsste nämlich eigentlich gehen. Das dachte ich mir nämlich eigentlich auch. Weil, wie gesagt, wenn du übers Fragezeichen machst, tut das dir automatisch reinlegen auch. Ja. So, und die Hydrated Coal muss dann einmal in den Ofen. Richtig? Hä? Wie ist das denn hier angeschlossen? Tatsache, kriege ich Coal Dust raus. Aber wäre umständlich. Die Frage ist nur, funktioniert das jetzt damit überhaupt? Und probieren. Probieren. Vielleicht geht es ja nur mit Coal Dust. Hä? Was? Broschen. Darf Waage. Ach, das von hinten. Der Coal Dust hast du doch jetzt oder nicht? Das findet eine Kiste, alles klar, ich verstehe. So, dann muss ich Coal Dust. So, ich möchte jetzt dann probieren, eins von denen. Dann muss ich ja weiter. Zwei von denen. Geht auch nicht, okay? Dann probieren wir es nur mit Coal Dust. Geht auch nicht. Okay, dann ist irgendwas kaputt. Ich kann mir keine Kleider bauen. Dann bauen wir sie eben so. Oh, das Glas, wollt ihr mich verarschen? Dann musst du dir das ja cheaten, weil das funktioniert irgendwie scheinbar einfach okay, nicht. Können wir... Aber Hardened Glass brauchte ich ja wieder hier. Was willst du bauen? Die Glider Wings für unseren Suit. Oh gut, die nutze ich nicht. Warum nicht? Weil das unnötig ist, wenn du ein Jetpack hast. Warum? Da kannst du gleiten, da bist du schneller. Nee, du kannst nur eins von beiden machen. Oh, das ist ja mies. Ganze Stress umsonst hier. Du musst, glaube ich, Shift drücken dafür. Außerdem kannst du auch einfach dir, so wie ich das gemacht habe, einen, Ich habe einen Hangglider, aber der ist Mist. Nee, hier für den Kopf des... mein Gott, ey. Ja, was ist? Ich weiß nicht, wie es heißt. Halt, in den Kopf kannst du noch was einbauen. Eine Flight Control. Genau. Wenn du die anmachst, bist du relativ schnell gerade. Ist schon wieder Nacht, oder was? Dann muss ich das ja leider kaputt machen, hilft ja nichts. Weiß jemand, ob ich einen Tesseract mit der Spitzhacke einfach abbauen kann? Tesseract? Du bist doch unser Experte. Normalerweise ja. Ich weiß es halt gerade nicht. Bei so Sachen bin ich mir nie sicher, ob ich es einfach abbauen kann oder nicht. Ich könnte es auch einfach so machen. Okay. Könnte ich jetzt noch irgendwas für die Suit bauen? Oder ist die Suit jetzt endlich fertig? Was ist das? Mechanikerassistent? Robotischer Assistent zum Reduzieren des Effekts des Gewichts oder wie? Ja, yep. Damit kannst du bis zu, ich glaube, 10 Kilo weghauen. Gucken wir doch mal nach Muscle. Ne, das ist ein bisschen. Kann mal wieder jemand mit mir ins Bett gehen? Nein. Doch, komm, ich schaff's ungern alleine. Ich verliere immer mehr Level wieder, weil vorhin habe ich kein Level verloren, als ich ja durch mein Portal gegangen bin. Jetzt schon, weil das Tank leer ist. Good morning, everyone. Geht nicht! Nee, ist schon guten Morgen. Dann machen wir das in einer anderen Dimension.